Ja, Freunde, was geht? Und damit willkommen zur letzten Folge aus der ersten Saison von MotoGP 24. Wir machen weiter beim Abschluss in Valencia. Letzte Folge war ja Platz 20, aber eigentlich waren wir, glaube ich, 16. oder 15. in Malaysia. Aber irgendwie wurde ich als 20. gewertet. Ich weiß nicht genau, wieso. Wir sind mittlerweile leider nur noch 6., 2 Punkte hinter Marc Marquez. Und ich wurde auch darum gebeten, in die Moto 2 und Moto 3 mal zu schauen. In der Moto 2 ist schon lange Tony Arbolino Weltmeister. Krass, 99 Punkte vorne. Alonso Lopez aktuell 2., Barry Baltus ist 3. oder Barry, Ai Ogura ist 4., komischer Teamname auch, Boscoscuro, sagt mir überhaupt nichts. Önschü kennt man ja auch noch, ist aktuell 8. Ich bin mal gespannt, wer dann alles vielleicht in die MotoGP aufsteigen wird. Es sollen ja trotzdem Fahrerwechsel kommen, bloß halt Gerüchte noch nicht. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich stimmt. Ich hoffe auf jeden Fall, in der Moto3 ist Holgado 1. Okay, dann würde ich sagen, legen wir los mit dem Grand Prix. Nach wie vor die adaptive KI dürfte passen, Freunde. Let's go, letztes Rennen, der Abschluss von der ersten Saison. Ich bin auf jeden Fall gehypt. So, let's go auf der Strecke. Letzte Aufnahme für mich auch wieder ein paar Tage her, weil ich ja am Wochenende auf dem Festival gewesen bin. War sehr, sehr cool in der Nähe von Würzburg. War echt nice. Sehr, sehr viele geile Auftritte. Unter anderem Bones MC und Jizzes von 187. Shindy war auch am Start. Billa Joe, Bayers. Schon sehr, sehr geil gewesen. Ich hatte sogar auch die Chance, mit zum Beispiel Ritalin ein Foto zu machen und Dondon und Rozza, die ich persönlich sehr, sehr feiere, die beiden. Chiago war auch mit dabei, also schon echt lustig gewesen. Sehr cooles Festival, sehr viele geile Auftritte, hat echt Spaß gemacht da. Würzburg auch noch ein bisschen angeschaut, gestern aus meiner Sicht sonntags beim Rückweg. Auch sehr schöne Stadt, muss ich sagen. Das Witzige ist, Willi, also Niklas Wilson, war einfach auch mit dabei. Sogar tatsächlich beim Auftritt von Billa Joe und Faroon einfach auf der Bühne mit dabei gewesen, ist mir erst im Nachhinein aufgefallen. Lasst gerne Like und Abo da, falls ihr neu seid, keine weiteren Videos verpassen wollt. Ja, wir gehen dann eben nächste Folge auch schon in die nächste Saison. Ich bin echt gespannt. Ich weiß noch nicht, ob ich heute in der Folge schon die Transfers quasi zeigen werde und das Team, was ich hoffentlich dann eben bekomme. Ich hoffe mal Ducati oder halt in der nächsten Folge wechsle ich dann. Ich freue mich aber schon, also dann werden wir wahrscheinlich mit großer Sicherheit das Team hier verlassen, Tech3. War aber echt eine geile erste Saison, also hat schon sehr viel Spaß gemacht. Cooles Motorrad. Sehr viele interessante Rennen gehabt, sogar auch ein paar Siege mitgenommen. Klar, die 2 Siege am Anfang waren jetzt eher nur wegen der adaptiven KI. Aber der Sieg in Australien, der war auf jeden Fall schon sehr, sehr stark und echt geil. Hat insgesamt überwiegend auf jeden Fall Spaß gemacht, diese erste Saison. Auch manchmal Schwierigkeiten, weil das Motorrad sich nicht immer so einfach gefahren hat. Gab da schon einige schlimme Rennwochenenden, die nicht so Spaß gemacht haben. War schon stark insgesamt, die Saison mit Acosta als Kollege, der auch immer fleißig Punkte gesammelt. Podiumsplätze auch, glaube ich, 2-mal. Also die Runde war schon sehr stark, wir haben aber nur 1,6 Sekunden rausgeholt. Also ich weiß nicht, wie ich da nochmal 1,6 Sekunden rausholen soll für Platz 1. Ist eigentlich gefühlt unmöglich hier. Oh ja, ungültig, weil da vorne gab es einen Crash, Acosta war beteiligt. Also mal gucken, wer auch sonst noch so wechseln wird. Also das wird schon echt interessant, glaube ich. Ja, ich glaube, also so viel kann ich echt nicht mehr rausholen im Training. Vielleicht eine halbe Sekunde. 1:33.1 war unsere Bestzeit. Ich gehe, glaube ich, zum Qualifying über. Also am Ende Bastianini 1. Wir landen auf Platz 14, sogar vor dem Kollegen. Okay, der ist eben genau hinter uns. Knapp 4.000. Sehr, sehr krass. Los geht's mit dem Qualifying. Genau Acosta bei uns. Aber egal. Passt schon. Okay, nee, doch nicht so gut, weil jetzt sind da alle gefühlt wieder. Super. Okay, direkt der Sturz. Mittlerweile ja auch die EM angefangen. Auch sehr, sehr geil. Ich habe leider das erste Spiel nicht wirklich verfolgen können von Deutschland, weil da das Festival freitags halt bis 0 Uhr oder so gegangen ist. Aber zwischendurch habe ich schon mal reingeschaut und natürlich dann die Highlights anschließend. Aber schon stark, also starkes Ding. 5-1 zum Auftakt, schon sehr, sehr krass. Erste Runde sogar schon schneller als im Training, 1:32.9. Wir hatten ja die 1:33.1, glaube ich, im Training. Ja, schon mal eine gute Richtung hier. Und 6 Zehntel vor Acosta, also schon deutlich schneller.
schöne Runde, nochmal knappe 5 Zehntel verbessert und den Aprilias gut hinterhergekommen. Und damit sind wir wieder Erster, sehr nice, aber ganz knapp. Gute Ausgangslage, P1 stand jetzt, aber ich denke mal, da kommt noch was von der KI. Hat aber Bock gemacht, also stark gefahren. Acosta ist 9. ganz, ganz abgeschlagen, krass. Oh, jetzt gab es nochmal einige Veränderungen und damit sind wir nur noch 6. Sehr spät die Simulation beendet, jetzt fehlen uns 8 Zehntel, Alter. Das wird schwierig, mal gucken, ob ich mich noch verbessern kann. Acosta aktuell weiter. Wir haben noch knappe 2 Runden, glaube ich, nur noch Zeit. Oh, nee. Okay, die Runde ist ungültig. Eigentlich hätte ich mich da schon so 2-3 Zehntel schon mal verbessern können. Schade. Jetzt kommt also die letzte Runde. Letzter Versuch leider. Nein, noch der Sturz. Okay, komm. Egal. Glaube ich nicht so schlimm. Wir kommen ja hier mit guter Speed trotzdem raus, trotz Sturz. Ach, jetzt wieder der Sturz. Scheiße, Alter. Okay, das war's leider mit dem Qualifying. Da benutze ich jetzt mal keine Rückblende. Oh, Mann. Schade. Ich glaube, weiterkommen wäre nicht möglich gewesen, aber wenigstens so 2-3 Plätze schon noch. Damit am Ende auf Platz 8. Marquez hat es aber auch nicht geschafft, ist 4. Also ich denke mal maximal so P5, P6 wäre drin gewesen. Wir müssen Morbidelli schlagen. Ach stimmt, das war ja auch noch. Oh, das wird schwer. Platz 18 sind wir im Rennen hier. Okay, Reifen soft angeblich. Boah, okay, ich mach das mal. Und damit geht's los mit dem letzten Rennen der ersten MotoGP-Saison. Also war echt eine coole Saison insgesamt. Viele spannende Rennen erlebt. Und damit geht's los. Acosta weit vorne von P5 sogar tatsächlich. Sehr, sehr stark. Ah, Start war nicht so gut leider. 3 Plätze direkt mal verloren. Jetzt aufpassen, Vorderreifen noch sehr, sehr kalt. Langsam rein. Ja, gibt da einige Berührungen. Und dann schon ein Unfall irgendwo. Marini. Marquez da vorne hat, glaube ich, ein bisschen was gut gemacht, leider. Sein Bruder ist da auch bei uns. Kommen jetzt hier von außen. 1-2 Plätze. Berührung. Hier innen rein. Nochmal gegen Marc Marquez. Klappt das fast schon. Das wäre wichtig, weil 2 Punkte bräuchten wir. Wir kommen vorbei an Marquez. Oh, berühren aber die Gian Antonio. Kommen aber auf Platz 14. Schön, das wären 2 Punkte. Oh, die Gian Antonio. Ja. Okay, der fährt in uns rein. Da war das, glaube ich, eher ein normaler Rennunfall, auch wenn ich ihn berührt habe. Okay, einiges ein Plus. 2,2 Runden beim Benzin. Heißt, wir können eigentlich die ganze Zeit auf Modus 3 attackieren. Mal gucken, wie gut ich vorankomme. 15. aktuell. Marquez ein Platz vor uns. Je nachdem, wie sich die Pace entwickelt, ist da schon Platz 5 in der WM drin. Oh, Aleix kommt innen durch, leider. Erste Kurve bin ich immer ein bisschen schneller. Jetzt neben Aleix. Aber kommt erstmal nichts mehr von uns. Schade. Aber ich glaube, es ist möglich, dass wir Marquez schlagen, so wie es aktuell aussieht, je nachdem. Ach, die Kurve wieder nicht gut erwischt. Aber was ich auch gut finde, also mittlerweile bin ich nicht mehr so OP auf den Geraden. Das wurde anscheinend auch gefixt, letztens mit dem Patch. Also mittlerweile das Spiel auf jeden Fall einige Anfangsprobleme behoben, was mir sehr, sehr gut gefällt. Okay, da macht Sarko einen Fehler, wir kommen durch. Und an Aleix auch noch, aber jetzt sehr, sehr spät gebremst. Ach, nö. Alles, was ich gut gemacht habe, wieder verloren. Sarko weit außen. Jetzt kann ich vielleicht hier rein. Komm, wieder am Franzosen. Klappt erstmal nicht, leider. Fährt aber hier etwas weit. Jetzt hier vielleicht kontern. Komm, jawohl, durch. Auf Platz 15. Jetzt gegen Aleix. Ah, war neben der Strecke. Zählt das oder nicht? Okay, wir bekommen nur die Warnung. Nee, ich muss auch einen Platz aufgeben. Ach, Digga. Oh, Mann. Komm, also eigentlich von der Pace her. Jetzt drängt mich noch Sarko ab. Also von der Pace her hätte ich eigentlich locker schon auf Platz 12, 13 sein müssen. Sarko fährt weit. Da komme ich jetzt wieder durch. Oh, Marquez hat leider auch 1-2 Plätze gut gemacht an Nakagami. Komm, jetzt gegen Aleix hier. Innen rein. Ja, klappt nicht ganz. Komm, jetzt, jawohl, schönes Ding. Bisschen berührt zwar. Taka Nakagami, der Nächste. Dürfte passen im Windschatten. Viel, viel schneller am Honda-Fahrer vorbei. Also von der reinen Pace her ist locker Platz 11 eigentlich möglich, Minimum. Hätte ich nicht so viele Fehler gehabt am Anfang, wäre ich jetzt schon längst 11. Oh, jetzt wird's eng. Marc ist fast vorbei. Oh, jetzt glaube ich, oder? Ah, wird das eng hier zu dritt.
Ich von ganz, ganz außen. Nicht die beste Linie leider jetzt, aber raus beschleunigen. Doch etwas schneller auf der Gerade. Nicht die beste Linie jetzt hier vielleicht innen durch gegen Marquez. Jawohl, das ist Platz 12. Jetzt gegen Quartararo auch noch. Ach nee, mit Berührung. Ah, das war nicht schön. Sehr, sehr unfair. Marquez dementsprechend auch vorbei. Oder doch nicht? Boah, die schnellste Rennrunde von uns. Fast so schnell wie die von Vinales. Fällt mir gerade auf. 1:32.46. Jetzt bin ich nah dran an Fernandes. Komm. Komm jetzt. Ach, genau wo ich innen rein wollte. Leider die Tür zugemacht. Schade. Aber das Rennen macht Spaß. Also eigentlich das Beste von mir, seit ich wieder auf adaptive KI gestellt habe. Weil Thailand waren wir nicht so schnell. Malaysia alles andere als schnell. Jetzt auf Platz 10. Jetzt schon nahe dran an Jack Miller. Komm, Platz 9 ist auch locker drin. Und vielleicht noch Morbidelli. Das wäre so wichtig. Boah, jemand ganz weit draußen. Das war, glaube ich, Acosta. Ja, der Teamkollege. Im Staub jetzt gerade. Ganz, ganz... Oh, der stürzt vor uns. Und sein Motorrad fliegt genau vor unsere Nase. Aber ich komme vorbei an allen drei. Jetzt auf P7 plötzlich. Okay, Morbidelli wieder durch. Ich doch wieder durch. Ey, Mann, Alter, was war das denn gerade? Also, Acosta fährt raus, macht den Fehler in Kiesbett, fliegt dann irgendwie hin vor uns. Genau sein Motorrad. Sehr, sehr bitter für den Kollegen, damit ausgeschieden. Der war eigentlich gut unterwegs im Kampf um P7. Aber damit haben wir jetzt Platz 7 und sogar noch Morbidelli geschlagen. Bei einem besseren Qualifying hätte ich safe um die Podiumsplätze mitfahren können. Aber Platz 7 ist trotzdem noch sehr, sehr stark. Hätte ich nicht erwartet nach dem schlechten Qualifying. Platz 18. Hier so ein starkes Rennen nochmal. Hat richtig Spaß gemacht, aber krass, dass gerade eben Acostas Motorrad genau neben uns gewesen. Und dann bin ich währenddessen an Miller und an Morbidelli vorbeigezogen. Also echt nochmal ein starker Abschluss für die erste Saison. Cooles Rennen zum Ende hin. Oh, weit draußen, Alter, das war gefährlich. Also eine Runde mehr und ich hätte noch Platz 5 schaffen können, vielleicht. Vielleicht ja sogar doch noch, weil Brad Binder rausfährt und wir werden Sechster oder Fünfter, Fragezeichen, Linie. Die Linie kommt, aber wir schaffen es nicht mehr. Aber das ist P6, Freunde. Starkes Rennen zum Ende. Jawohl, sehr, sehr stark. Also es hat gerade so Bock gemacht. Genau dann, wenn ich wahrscheinlich wechseln werde von dem Team, hat es echt Spaß gemacht, das Rennen. Also hier am Ende P6. Der Kollege leider ausgeschieden. Wäre eigentlich Platz 7 oder 8 auf jeden Fall auch gewesen. Marquez 11. Das heißt, wir sind Fünfter in der Fahrerwertung. Ich schaue nochmal ganz kurz. Am Start war ja auch irgendeine Szene. Genau das wollte ich mir anschauen. Nämlich, wo hier die Gianantonio gestürzt ist mit dem Duell. Also hier sieht man es ganz gut. Er kommt halt hier genau auf unsere Linie. Er ist innen gefahren und deshalb trägt es ihn nach außen. Wir berühren ihn leider ein bisschen und deshalb stürzt er. Ja, würde ich sagen, normaler Rennunfall. Also jetzt nicht unbedingt meine Schuld. Waren halt beide so ein bisschen beteiligt, aber schon heftig. Vor allem das danach mit Acosta. Okay, also Ergebnis nochmal, wie gesagt, gewonnen. Vinales, dann Bagnaia, Bastianini und in der Fahrerwertung Bastianini Erster als neuer Weltmeister. Schon sehr, sehr überraschend. Dann Bagnaia, Vinales, Martin, wir Fünfter, Marquez Sechster, Morbidelli, dann Aleix. Pedro Acosta wurde Neunter, auch okay, 133 Punkte. Dann Brad Binder, Alex Marquez, Bezzecchi, Di Gianantonio, Miguel Oliveira, Jack Miller, Quartararo 16. Alex Rins, Fernandes, Sarko 13 Punkte, Nakagami 3, Marini 3 und Juan Mir ein einziger Punkt für den Honda-Fahrer. Krass. Und Teamswertung sind wir Vierter, gewonnen, wie immer, Ducati Lenovo, dann Aprilia, prima Pramac, wir Vierter, Fünfter ist Cresini, dann KTM erst, also das Factory Team ist einfach schlechter als wir, dann VL46, Yamaha, Trackhouse, LCR Honda, Repsol Honda und nochmal das Team von Taka Nakagami, was ja eigentlich auch, glaube ich, zu dem Castrol Team normalerweise gehören sollte. Und bei den Herstellern sind wir Dritter mit GasGas, auch sehr, sehr nice. Weiß gar nicht, wie das genau gezählt wird. 491 Punkte. Cooles letztes Rennen nochmal für die Saison und wir haben natürlich doch noch zum Glück das Ganze geschafft. Den Rang Champion wieder mal, sehr, sehr nice, Freunde. Also alle Ziele nochmal erfüllt am Ende, Saison beendet. Dann nochmal die Statistik, Fünfter am Ende, dreimal gewonnen, dreimal auf dem Podium dementsprechend, dreimal Pole, dreimal schnellste Runde, also alles dreimal. Perfekt, genau heute nochmal die schnellste Runde geholt. Ja, und damit würde ich sagen, beenden wir die erste Saison von der MotoGP24-Karriere. Also war echt eine coole Saison, vor allem das Rennen nochmal zum Abschluss hat sehr, sehr Spaß gemacht. Lasst gerne zum Abschluss ein Like und Abo da. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit dem neuen Team, mit der Testfahrt und den ganzen Fahrrad. Transfers, Freunde. Habt doch einen schönen Tag, haut rein und ciao.